Hallo meine Süßen und willkommen zu meinem Dezember Q&A Video. Heute auch mal ganz weihnachtlich mit dem schönen Tannenbaum da hinten. Und ja, ich habe mir diesmal 5 Fragen rausgesucht, weil es ein paar sind wahrscheinlich, wo ich viel zu reden werde. Und ja, wie gesagt, das waren die, wo ich gesehen habe, dass sie ziemlich viele Likes hatten, bis auch die meisten, soweit ich weiß. Und deswegen beantworte ich die euch jetzt einfach mal. Zum Anfang. Ich habe, also dass ihr euch nicht wundert, weil ich nach unten gucke, ich habe den Zettel hin. Wie viele Millimeter sind deine Tunnel und willst du sie weiter dehnen? Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber so sehen sie aus und sie sind 22 mm. Und weiter dehnen weiß ich, will ich bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, jeder, der Tunnel hat, der kennt das. Man hat immer so, man überlegt, naja, kann man nicht noch ein bisschen größer und Und das ist eigentlich jeder nimmt sich irgendwie vor, so und so viel Millimeter will er haben und dann werden sie einfach immer größer, weil man sich dran gewöhnt und immer größere will. Also sagen wir mal so, ich wäre jetzt nicht unbedingt davon abgeneigt, mir vielleicht die Tunnel bald größer zu machen, aber es ist halt so, dass ich auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Schmuck habe in der Größe und es halt einfach schade wäre, wenn ich den nochmal mit den ganzen Fundus, sag ich mal, nochmal neu für eine andere Größe kaufen müsste. Ja, deswegen würde ich sagen, lasse ich sie erstmal so. Und zu zweitens ist eine etwas ernstere Frage. Und zwar, wie ich zum Thema Ritzen stehe. Erstmal allgemein finde ich das wirklich sehr schade und traurig, wenn Leute sich selbst verletzen und ihren Körper nicht wirklich zu schätzen wissen oder einfach irgendwie nichts Gutes finden, um ihre Trauer irgendwie nach außen zu bringen und ich finde es einfach wirklich schade und ich finde einfach wirklich, wenn jemand weiß, dass eine andere Person sich ritzt, dann sollte man sich einfach darum kümmern, dass dieser Person geholfen wird. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich nicht ritzen, weil es ihnen irgendwie gut tut oder so, also die sich dann wirklich einreden, dass das einzige Weg ist, dass da jetzt irgendwas abbauen können, sondern Leute, die das einfach nur machen, um es dann so in die Kamera zu halten und zu sagen, ich ritze mich. Also es gibt auch Leute, die natürlich wirklich sich ernsthaft ritzen und einfach nur schockieren wollen und damit sagen wollen, Leute, macht das nicht, wenn sie zum Beispiel Fotos von ihren Armen oder sowas hochladen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann einfach Bilder hochladen, dass andere Leute sie irgendwie bemitleiden oder wie auch immer oder sich um sie kümmern, sorgen oder wie auch immer. Das finde ich ist einfach traurig, wenn man so nach Aufmerksamkeit schreiten. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber auf jeden Fall finde ich, dass man sollte wirklich den Leuten versuchen, also erstmal denen zuhören und ihnen auch versuchen zu helfen und ihnen Therapeuten, die wirklich gut sind, ans Herz legen und auch dafür sorgen, dass sie dranbleiben und dass sie aufhören damit, um sich nicht weiter zu verletzen, weil das ist einfach nicht der richtige Weg, wenn man das so macht. Und das sollte jeder auch erkennen, wer sich ritzt, dass es einfach nicht richtig ist. So. Es ist natürlich oft so, dass man in dem Moment nichts Besseres weiß, aber es gibt definitiv bessere Sachen, um damit irgendwie klarzukommen, als sich selbst zu verletzen. Und deswegen finde ich, sollte man sich wirklich auch, wenn man es vielleicht leider keine Freunde hat, vielleicht alleine stark sein und in eine Therapie gehen und mit Leuten darüber reden, vor allem halt eben auch Therapeuten, die wirklich Ahnung davon haben. Und ich weiß selbst, dass es komisch ist, mit fremden Leuten darüber zu reden, weil ich jetzt zwar nicht wegen Ritzen oder so, aber weil ich halt auch in der Therapie bin, aber ich muss sagen, dass ich finde, dass das einfach, es ist halt was anderes, weil man belastet keine Leute, die einem wichtig sind und diese Person, die hört einem auch zu, die ist nur dafür da in dem Moment, euch zuzuhören und nicht wie manche, die vielleicht manche Eltern oder so, die einfach weggehen und nicht zuhören wollen und euch nicht ansehen wollen oder nicht hören wollen, was eure Probleme sind. Und diese Leute sind dafür da, dass sie euch zuhören. Und ihr müsst dafür auch nichts bezahlen oder so. Also ihr könnt einfach, es gibt so viele Anlaufstellen, ihr müsst das einfach mal recherchieren, wo man hingehen kann. Und bei unter 18-Jährigen ist es auch so, dass Psychotherapien auch übernommen werden von der Krankenkasse. Also ich würde wirklich sagen, dass ihr erstmal euch wirklich anvertrauen solltet an Freunde, die ihr wirklich gern habt und dann mit denen zusammen auch eine Therapie aufsuchen solltet, weil das ist wirklich einfach
Ja, ich finde es einfach schade, wenn man sich selber verletzen muss. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht wirklich zu sagen. So, dann eine ähnliche Meinungsfrage, sage ich mal. Was hältst du von 12-Jährigen, die sich schminken, Beziehungen haben wollen und feiern gehen? Ja, das muss ich jetzt mal differenzieren. Also mit 12 Jahren habe ich mich, glaube ich, auch schon geschminkt. Da war es aber nur zu Hause und so scherzmäßig. Also, dass ich dann übelst den knallblauen Lidschatten drauf hatte und knallrote Lippen und so weiter. Sicher ist es so, dass heutzutage das mit der Entwicklung, sage ich mal, weiter voranschreitet. Also, ich würde auch sagen, eventuell, wenn man wenn man jetzt ein 12-jähriges Kind hat oder so, dass ich auch mal schminken möchte. Ein bisschen, also jetzt zum Beispiel ein bisschen Wimperntusche oder so, also ein bisschen, nicht diese 3 Kilo Wimperntusche, dass man dann da so, weiß ich nicht wie, sondern vielleicht einmal Wimperntuschen über die Wimpern oder so, dass man sich ein bisschen geschminkt hat, das fände ich in Ordnung und fände ich auch gut so, aber ich finde es halt einfach schade, wenn man vor allem 12, ist man ja gut, da ist man in so einem Alter, wo man dann vielleicht gerade so erwachsen wird, aber ich finde, mit so richtig dolle Schminken und so weiter sollte man schon warten, bis man so 14 ist oder so. Weil ich finde einfach, man sollte irgendwie, auch wenn das heutzutage nicht mehr so einfach ist, ein bisschen genießen, dass man Kind ist, weil das irgendwann auch sicher, man denkt dann immer als, oh ja, ich will unbedingt erwachsen sein, da kann man so viel und weiter. Aber man hat auch so viel Verantwortung und wenn man Kind ist und einfach mal Kind sein kann, ist es einfach, finde ich, was ganz Tolles. Und ja, mit Beziehungen haben und feiern gehen. Ja, Beziehungen haben finde ich kritisch. Also kommt drauf an. So eine Kindergarten, in Anführungszeichen Kindergartenbeziehung, also so eine, wir sind jetzt in einer Beziehung und wir sehen uns jeden Tag und halten Händchen, geben uns ein Küsschen und so weiter, finde ich in Ordnung. Sollen sie machen. Aber jetzt sowas wie eine richtig ernsthafte Beziehung, glaube ich sowieso nicht so, dass man die mit 12 schon finden kann. Also vielleicht gibt es Leute, Ausnahmefälle, aber das bezweifle ich, dass das möglich ist. Weil man, ich finde, also mit 12 ist keiner durch mit der Pubertät und ich finde, man sollte wenigstens ein Dreiviertel der Pubertät durchhaben, dass man auch wirklich weiß, was man will und auch wirklich nicht mehr in dieser Probierphase ist, sage ich mal, wo man dann irgendeine Beziehung hat, die dann sowieso nichts Ernsthaftes ist. Weil ich finde, eine Beziehung sollte nicht sein, ja, ja, nö, also ich bin jetzt in einer Beziehung, einfach nur damit ich nicht so, haben alle halt gerade und ja, dann mache ich das halt auch. Ich habe ja sowieso in 2, 3 Monaten jemand Neues oder so und das hält ja sowieso nicht. Also ich finde, wenn man eine Beziehung eingeht, dann sollte der Gedanke sein, sicher kann man realistisch sein und sagen, es ist unwahrscheinlich, dass es für immer hält, aber man sollte nicht von vornherein mit den Gedanken rangehen an eine Beziehung, ja, hab ja sowieso bald einen neuen so. Und das ist halt einfach in dem Alter selten so, dass man sich wirklich vorstellen kann, mit jemandem wirklich Jahre zusammen zu sein. Und ich finde einfach, man sollte, das ist halt dann der Sinn einer richtigen Beziehung, dass man sehr, sehr viel Zeit seines Lebens miteinander verbringt. Und das ist manchmal eben für immer, manchmal 3 Jahre, manchmal 1 Jahr oder wie auch immer. Und manchmal auch nur ein paar Monate. Aber es ist halt so, ein paar Monate meine ich nicht 2. Das ist auch schon wieder ein bisschen sehr kurz, finde ich. Aber ja, ich meine, man kann ja nie wissen, was kommt, aber es ist halt oft so, dass man sich in dem Alter nicht wirklich vernünftig unter einer Beziehung vorstellen kann. Und vor allem, wenn man sich selbst noch nicht gefunden hat, noch nicht weiß, wer man selber ist, mit der Pubertät und Umschwung und so weiter. Ich glaube, dann man muss erst lernen, mit sich selbst zufrieden zu sein, wenigstens ein bisschen, um dann auch eine wirklich gute Beziehung zu führen und wirklich, ja, sich selbst zu lieben, damit andere einen danach lieben können und dass man auch in der Beziehung darauf achtet, wie wertvoll man selber ist. Und ich meine, gut, das ist so ein Problem, was ich selber auch oft habe oder hatte und wie auch immer. Und deshalb möchte ich einfach, dass ihr vor allem, wenn ihr klein seid, da halt nochmal drüber nachdenkt. So feiern gehen, da braucht ihr mich eigentlich überhaupt nicht fragen. Also ich finde persönlich, selbst mit 16 feiern gehen kritisch. Ich weiß, dass ich da ziemlich altmodisch bin, aber ich finde, wenn man, vor allem weil das ja auch die Sache ist, wenn man irgendwo feiern geht heutzutage, ist es ja einfach mal nicht so, ja,
wir gehen da jetzt wirklich, setzen uns da hin, trinken vielleicht irgendwie ein Bierchen oder so, was man ja mit 16 schon trinken dürfte. Sondern es ist ja dann einfach, wir gucken, an welchen starken Alkohol wir rankommen oder glühen vorher schon vor, gehen auf irgendwelche Dorfpartys, holen uns da den harten Alkohol und saufen uns zu. Und also mit 12, ich bitte euch. Ich finde es einfach unglaublich, wenn man sich unter 16 Jahren schon die Kante gibt. Das ist einfach, nee, sowas muss einfach nicht sein. Vor allem eben gerade wegen der Pubertät, ihr habt so viel in eurem Körper, was ihr noch mehr kaputt machen könnt. Sicher könnt ihr das auch noch kaputt machen, wenn ihr erwachsen seid und euch richtig die Kante gibt. Aber mit 12 oder 13, 14 sich zu besaufen, also nee, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde, man sollte in dem Alter jung sein, Kind sein, sich wie die meisten 12-Jährigen wie Sau freuen, wenn sie Robbie Bubble kaufen oder so und denken, wir haben einen Sekt ohne Sekt, so, aber keinen Alkohol oder sonst was trinken, weil einfach so viel damit kaputt machen und einfach, ja, da passiert dann nur wieder so viel Quatsch und man benimmt sich so peinlich und das ist einfach, ich weiß nicht, ich finde das einfach nicht wirklich sehr würdevoll und ich finde einfach mit dem Alter kann eigentlich kaum jemand, beziehungsweise keiner, den ich kenne, kann das meistens sogar in dem Alter, okay, sagen wir ab 18 gibt es manche, die ich kenne, die einschätzen können, wie viel sie trinken können und die dann wirklich auch nur angeheitert sind, aber nichts Peinliches machen, sag ich mal, die dann nur so viel trinken, dass sie noch normal in Anführungszeichen sind. Aber alles darunter kenne ich kaum jemanden, beziehungsweise ich persönlich kenne gar keinen, der wirklich eine Ahnung hat, wie viel er trinken kann und auch, weiß ich nicht, die Verantwortung dafür trägt, was er tut, wenn er trinkt. Und es ist einfach so oft bei so kleinen Leuten so, wenn die sich total zusaufen, dass dann einfach irgendwelcher Schwachsinn mit denen passiert. Oder die dann, weiß ich nicht, mit 13, 14 da irgendwo total die peinlichen Dinge abziehen oder am besten noch irgendwie da mit irgendwem rummachen oder sonst was. Und nee, also das ist sowieso, für mich ist Feiern, in dem Alter war Feiern für mich noch, wir setzen uns draußen hin und grillen zusammen, freuen uns, trinken was und haben Spaß. Das ist für mich Feiern gewesen in dem Alter. Und das bevorzuge ich heutzutage immer noch. Ja. So, dann dann haben wir noch die Frage, warum bist du so, wie du jetzt bist? Ich denke, die Frage lässt sich ganz schnell beantworten. Und zwar einfach durch alles, was in meinem Leben passiert ist. Alles, was in meinem Leben vorkommt, verändert mich. Egal, ob es Schicksalsschläge sind, die einen verändern, ob es irgendwelche Höhepunkte im Leben sind, die einen verändern, irgendwelche freudigen Momente, die einen verändern. Es ist einfach alles, die ganze Umwelt, die ganzen Ereignisse um einen herum, was man mitbekommt, was man sieht, was man denkt, alles verändert einen mit der Zeit. Und ich würde sagen, das beschreibt ganz einfach, wieso ich so bin, wie ich bin. Ja. Und die letzte Frage, die auch passend zum Thema ist, mit dem schönen Baum da hinten. Wie feierst du Weihnachten und was magst du am meisten an der Weihnachtszeit? Ja, bei uns ist das Weihnachten immer so, dass wir mittags zusammen essen, meistens Ente oder so, also meine Familie und ich so in unserem kleinen Familienkreis, also Mama, Papa, mein Bruder und ich. Und dann also sind wir in die Kirche gegangen. Jetzt dieses Jahr gehe ich nicht mit in die Kirche. Wenn meine Eltern dann wiederkommen und mein Bruder von der Kirche, dann essen wir gemeinsam mit meiner Oma und Opa, die wohnen über uns. Also meine Oma und meinem Opa, die wohnen über uns. Mit denen essen wir dann gemeinsam Abendbrot. Nach dem Abendbrot gehen wir dann zu uns hier in die Wohnstube, so mit dem Tannenbaum und so. Und ja, dann abends ist das dann meistens später schon und dann gibt es halt die Geschenke und dann sitzen wir halt noch zusammen und hören ein bisschen Musik oder so und reden und so und ja, das ist unser Weihnachten. Und was ich in der Weihnachtszeit am meisten mag, auf jeden Fall mag ich es einfach mal wirklich, dass man dann meistens nach einem echt anstrengenden Jahr so ein paar Tage hat, in denen man wirklich sich entspannen kann, in denen man alles nochmal so rückblickend betrachten kann und in der Winterzeit dann auch Zeit mit seiner Familie und mit seinen Freunden verbringen kann und ja, einfach noch mehr dieses Emotionale zu schätzen weiß. Und ich mag besonders, dass auch mal nicht dieses teure Geschenke schenken, sicher freut man sich dann auch, wenn es irgendwas ist, was man unbedingt haben wollte, aber einfach diese,
auch diese kleinen selbstgebastelten Gesten oder so, dass man einfach, ich finde, sollte man viel öfter machen und nicht nur zu Weihnachten, dass man sich irgendwelche Kleinigkeiten schenkt. Ich gebe mir meistens auch Mühe, dass ich allen Leuten, die mir wirklich wichtig sind, zwischendurch mal so eine Kleinigkeit schenke, einfach nur so eine kleine Aufmerksamkeit, ob es die Lieblingsschokolade ist oder irgendwas Kleines gebasteltes, ein Foto oder irgendwas. Und ja, sowas finde ich halt einfach schön, dass man, sage ich mal so, zwischendrin auch mal Danke sagt dafür, dass, also für die Leute, die man wirklich gern hat und so. Und ja, das finde ich ganz schön, dass man da mal so ein paar kleine Freuden gemacht kriegt oder auch anderen Leuten dabei zusehen kann, wie sie sich über Geschenke freuen. Ja, also ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und habt einen ganz, ganz tollen Heiligabend morgen und schöne Weihnachtsfeiertage. Und ich hab euch ganz doll lieb und bleibt immer anständig.